Servus Leute, zurück zu Let's Play Darkest Dungeon 2. Nachdem wir beim letzten Mal einen mächtig kampfreichen Part hatten, geht es jetzt zum Endspurt, zum Berg. Unsere Leute sind pumped. Ich habe jede Menge Sachen. Ich habe das Gasthaus leer gekauft. Prinzipiell hier ist fast nichts mehr vorhanden. Und jetzt sind wir bereit für The Darkest Dungeon. Zumindest zum ersten Mal. All roads lead to the mountain. But only one leads beyond it. Dann gehen wir mal los. Alle sind gebufft, alle sind gut drauf, wie wir sehen können. Die haben auch super Beziehungen miteinander. Vielleicht gibt es ja noch ein paar nette Beziehungen jetzt gerade. Oh ja, das könnte sein. Verliebtheit. While the heart still beats, desire will never die. Das ist geil. Die heilen sich jetzt die ganze Zeit gegenseitig. Aspiration unites the hopeful. Stressabbau, auch sehr geil. Tried and tested, a bond to be counted on. Eigentlich ist egal, was es macht, es ist immer gut. Also so einen Run hatte ich noch nie bisher. Gut, ich hatte jetzt noch nicht so viele Runs, aber so viele Kämpfe, so viel. Teilweise ging es echt hart zur Sache. Und trotzdem sind sie alle gut drauf. Na, ob das sich nicht ändern wird beim Berg. Auf geht's. Ein letzter Kampf erwartet uns. At last the great Ziggurat. Temple of failure and regret. Kommt da nicht nochmal ein Kampf vorher? Ich glaube, da kam ein Kampf nochmal vorher, oder? Ne? Ja, vielleicht auch nicht. Oder? Doch, da kommt doch rechts was. Eine Schneise des Vergessens kommt vorher. Oh. Alle Informationen oder gibt es keine Boni hier irgendwie so? Wenn wir nicht kämpfen, erfrieren wir. Da gab es noch eine Beziehung zu verbessern. Garste gewesen. Geht mir aus dem Weg. Ich will in den Berg hinein. Dort gibt's Sonderangebote. Ich weiß nicht, was es dort gibt. Ich weiß gar nicht, warum ich da rein will. Okay, der ist tot. Der ist tot. Dann kann ich mich nur um den konzentrieren. Early results are encouraging. Blöd. Ja, kein Thema, kein Thema. Den halt runterprügeln. Na, das kriegen wir schon hin. Ja, einmal noch zuschlagen. Und jetzt bitte stirb. Nein. Natürlich muss er nochmal auf alle drauf machen. Und auch noch Stress verursachen. Das hätte nicht sein müssen. Oh, jetzt. Ich glaube, es war bloß ein Kampf vorm Ende, oder? Da gibt es schon nicht mal mehr was. So. Weiter geht's. Los, Pferdchen, los. Zum Angriff. In den Berg hinein. Was ist das für ein komischer schwarzer Berg? Malign Temple of the Iron Crown. Was denn? Thron der eisernen Schwerte. Da ist er wieder. Pity the great denier. So. Chained by its own command. Okay, Heilkräfte sind unterbunden. Das ist okay. The fiend's strength dwindles. Das ist vollkommen okay.
So, diesmal haben wir eine starke Truppe im Gegensatz zum ersten Mal, wo wir hier waren. Da waren wir, glaube ich, mit der Standardtruppe hier, oder? Oh Gott, so viele Statusveränderungen. Einfach Sachen zerstören. Jawohl, ausweichen. Oh ja, sehr gut. Nervenbündel mit dem Bosskampf. Oh, jetzt wurden die Waffen verweigert. Naja. Nicht so schlimm, wenn wir Fernkampfwaffen noch haben. Oh ja, die Ticks sind schon jetzt ordentlich. Was ist? Ach, na toll. Du, hast gar nicht, du kannst gar nichts machen. Das ist schlecht. Wenn du nichts machen würdest, hättest du Stress. Defense! Okay, Nahkampfwaffen zu verbieten ist böse. Merke ich mir. Nein, von der Position kannst du nichts machen. Das ist schlecht. Ah, gut, dass du tickst dort. Jawohl. Bafflement and vexation. Jetzt sind Fernkampfwaffen nicht erlaubt. Jetzt seid ihr auch noch blind. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Erinnert euch noch, ich hatte mal One for One. Diesmal müssen wir ein bisschen dagegen halten. Ach, ich kann ja auch noch heilen. Heilzeiten und sowas. Komm. Kann man mal nutzen. Nein! Warum sind alle blind auf einmal? Ja, die waren, glaube ich, die ganze Zeit noch blind. Das ist uncool, ich komme gerade zu nichts mehr. So, was wird jetzt? Waffen. Verweigert lieber die Heilung. Das hat mir besser gefallen, muss ich zugeben. Das ist schlecht. Kannst du. Na, jetzt war er betäubt. Hallo, ich möchte auch mal wieder was machen. Ich kann halt nichts machen. Oh, ich darf mal was machen. Ja, Icy Stone, die werden gestärkt. Extra Crit Shores. Oh ne, Moment, du hast ja das Geschenk der Peitsche. Lähmende Furcht, das wäre bei ihm ja nicht so schlimm. Vernunft? Ah! Kann keine Fähigkeiten oder Gegenstände zur Heilung von Stress einsetzen. Okay. Ist jetzt nicht der Weltuntergang? A slow dissection. An unavoidable end. Sehr gut daneben. Ja! Was ist da los? Achso, du warst blind. Das ist okay. Das Teil dort vorne macht gut Schaden. Dafür ist die Heilsalbe da. Dann nochmal so heilen. Genau, so heilen wir richtig hoch. Das Teil ist jetzt down. Geil. Kann keine heilenden Fähigkeiten. Na gut. Damit ist es auch des Todes. Können wir anfangen, endlich den dort vorne anzugreifen. Bafflement and vexation. So viel Blaues bei ihm. Das tut schon richtig weh.
Ja, im nächsten Zug bist du tot. Deswegen brauchen wir da nichts machen. Ah, shit. So viel dazu. Das macht nichts. So, jetzt bist du aber das nächste Zug tot. Okay. Schlagen wir es nieder. Jawohl. Jawohl. Die Waffen werden verweigert. Ja, das ist schlecht, glaube ich. Ah, wobei. Da haben wir noch was. Das geht auch immer. Bisschen Musik spielen zur Abwechslung. Die Frage ist nur. Passiert danach vielleicht noch was? Also ist das noch nicht das Ende? At last, the world's mind is free to remember a time before the cancerous corruption. The flame sears the skulking shadows from the darkened corners of the earth. Das gibt gut Kerzen. Jawohl. Wir haben es geschafft. Ich bin überrascht. Und was? Wir haben jetzt ein Gehirn befreit. Ein riesiges Gehirn. Why? Also sagen wir es so, bei Darkest Dungeon 1 hat es noch alles ein bisschen mehr Sinn ergeben, die Story. Aber hier, naja. Naja, vielleicht erfahren wir jetzt noch, was dieses Gehirn auf sich hat. Die Beichte ist abgeschlossen. Das hat das gegeben. Das hat nochmal Bonus für erstmaligen Sieg. Ja. Wir haben viele Punkte bekommen, bloß weil der Bonus für Erreichen. Dem Versagen gestellt? Warum dem Versagen? Kopfgeld. Gefallene Helden geehrt. Ja, was kann man noch machen? Grotten. Der Grotten. Ja, die Grotten. Die habe ich noch nie gesehen. Die habe ich noch nicht freigeschaltet wahrscheinlich. Aber jetzt heißt es wahrscheinlich, dass ich jetzt eine zweite Beichte ablegen kann. Jetzt habe ich Zugriff auf Kapitel 2. Kapitel 1 wurde abgeschlossen. It was you who found the cipher. Scribbled hastily in the decaying margins of some long forgotten tome. Scribbled in blood. Whether by providence or happenstance, we stumbled upon the mark of some strange power invoked the world over, reflected in cultures predating mankind itself. A semicircle radiating 5 points of power, a symbol hidden deep in the iconography of every ancient empire. The Iron Crown, enigmatic and ubiquitous. Okay, mal wieder ein kleines Schnipselchen Story. To manifest a vision of the sane earth. Jetzt kann ich euch auch zeigen, wie ich vorangeschritten bin hier im Altar, weil da hat sich ja einiges getan seit dem letzten Mal. Wir haben ja gleich direkt danach schon gestartet hier. Neue Sachen, die ich gesehen habe. Sehr gut. Stadt der Leben. Meine Truppe, die ich gerade habe, die war auch relativ gut gepusht schon. Aber ich habe da schon ein paar Skillpunkte rein investiert. Bis auf Flaggenland. Aber das liegt bei ihm daran, dass keiner der Pfade angeblich braucht oder so Premium sein sollen für ihn. Werde ich trotzdem irgendwann noch freischalten. Dann werde ich selbst sehen. Is to make it real once more. Ja, laber, laber. Hier habe ich ja gesagt, bei den Kampfgegenständen habe ich so lang gemacht. Beim siebten Mal kam dann prinzipiell die Heilsalbe. Mehr will ich erstmal nicht. Lange Zeit nicht. Gasthof. Da bin ich ja mit dem Brot auch zufrieden. Ich habe tatsächlich ein wenig weitergemacht nach dem Brot, weil ich hatte ein Problem. Meine Pestdoktorin hat immer, wenn ich neu gestartet habe, hat sie einen sehr starken Skill bekommen. Einen sehr starken positiven Skill.
sehr stark für einen Nahkämpfer vorne oder einen Tank, weil sie hat immer, ich glaube Vorhut hieß das Skill. Sie ist dann immer drei Felder nach vorne, hat Taunt bekommen und Defense und alles. Das will ich ja bei ihr nicht. Deswegen habe ich beim Gasthof versucht, da angeblich gibt es da so einen Tee, mit dem man positive Skills rerunnen kann. Weil ich habe neu gestartet, habe sie sterben lassen, habe neu gestartet und sie hat immer wieder einen Skill gehabt. Erst beim vierten oder fünften Mal neu starten, hat sie auf einmal einen neuen Skill bekommen. Da war ich beruhigt, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich leider schon ins Gasthof genügend Kerzen rein investiert. Das war ein, naja, nicht so gut. Study the winding roads and routes of our kingdom. Hier habe ich schon ordentlich rein investiert. Hier kann man jederzeit weiter rein investieren. Das sind gute Sachen. Aber ich habe jetzt beim letzten Mal gar nicht das voll bekommen, also das hier. So richtig voll bekommen. Also von daher. Ankunft im Lazarett. Helden plus 10% LP und ein Stress. Das ist schon mal geil. Kostenloser Gasthof. Ankunft am Gasthof kriegt man einen Gegenstand geschenkt. Ortserkundung, aber du kannst zukünftig. Kostenloser Kampfgegenstand. Wie viel haben wir? Ich glaube, ich investiere hier rein. We stood on the shore, gulls wheeling overhead, the horizon brimming with infinite possibilities. 7 Punkte jetzt noch. Hearts and minds will carry the day. A little more light, a little more strength. Ja, verstärken wir mal die Truppe. Die Truppe wird weiterhin gut sein. Die Truppe wird weiterhin von mir versucht werden, stark zu sein. Die Truppe ist weiterhin mein Favorite gerade noch. Also mit denen komme ich gerade ganz gut klar. Die Frage ist halt nur, wie jetzt Gegner werden und wie das abläuft im zweiten Kapitel. Ob da die Gegner deutlich schwieriger werden. Welche Beiche du auswählst, bestimmt gegen welches Wesen du im Berg antreten musst. Davon hängt weiterhin unter anderem ab, wie lange die Expedition ist. Okay, also weitere Gebiete sozusagen, welche Stärkung Gegner durch Weihung erhalten, welche Effekte die Flamme hat, aber nicht welche Arten von Gegner kommen. Indistinct and ill-lighted. No comfort awaits you here. Ich kann gar nicht. Ich dachte tatsächlich, dass man vielleicht nochmal die erste ablegen kann. Aber scheinbar nicht. Left unsurfaced, grievances gain. Bei der Beichte deiner Leugnung brauchst du keine Trophäe, um zum Berg vorzudringen. Bei allen anderen Beichten musst du jedoch mindestens eine Trophäe erhalten, indem du den Boss einer Region besiegst. Bosse leben in Horten. Du kannst es zu Beginn der Expedition oder später mit einem Boss aufnehmen, aber denke daran, wenn du das Tor zum Berg erreichst, ohne ein Trophäe zu besitzen, ist die Expedition beendet. In diesem Fall hältst du aber immer noch Kerzen der Hoffnung für deine Errungenschaften. Terrible strength. Okay. Your vociferous calls to bring our findings before the faculty were dangerously premature. Given the gaps in our understanding, doing so would risk ridicule, or worse, robbery. I took no pleasure in asserting my seniority, stifling your protestations with a strict mandate of absolute secrecy. You acquiesced, but your plaintive susurrations betrayed a burgeoning resentment. Dadurch, dass die Story immer so stückchenhaft erzählt wird, fällt es mir schwer zu folgen, was eigentlich der Sinn des Ganzen, worum es die ganze Zeit überhaupt geht. Oh, alles sehr schwierig. Aber gut, wir haben zumindest die erste Beichte geschafft und beim nächsten Mal werden wir in die zweite Beichte eintauchen und uns an ihr wagen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.